Hi, wie ihr wisst, ich bin Alex und falls du das noch nicht wusstest, ja, dann weißt du es jetzt. In diesem Video zeige ich dir, wie du unter Ubuntu Linux oder auch allen anderen Linux-Distributionen einen Android-Emulator installieren kannst, um darauf eigene Android-Apps zu entwickeln. Diese entwickelten Android-Apps kannst du dann auf deinem Smartphone, Tablet oder was auch immer speichern und dort ausführen. Die ganze Anleitung habe ich von dieser Seite, das ist eine englische Seite. Ich poste dir den Link unten unter das Video, dann kannst du es von dort kopieren und die Seite selbst auch anschauen. Wie das Ganze geht und wie man da vorgeht, das zeige ich dir nun in diesem Video. Ich bereite das kurz vor und bin gleich wieder zurück. So, als erstes öffnest du deinen Lieblingsbrowser und dann gehst du auf folgende Seite developer.android.com/sdk. Dann bist du auf folgender Seite. Da kannst du das Android Studio direkt von Android herunterladen. Dann klickst du auf den Download Android Studio Button und dann kommst du einfach nach unten auf die Seite. Du siehst, es ist die gleiche Seite. Ich kann da verfahren, nur eben ganz unten. Dann gibt es hier den Punkt All Android Studio Packages und Plattform Linux. Da klickst du auf den Link. Dann kommst du auf die Download-Seite. Dann musst du die ganzen lizenzrechtlichen Dinge durchlesen. Schön durchlesen. Und klickst auf Ich habe das gelesen und stimme zu. Und dann auf Download. Dann wird das Ganze zum Download angeboten. Und dann auf Datei speichern. Okay. Und dann wird das Ganze heruntergeladen und lokal bei dir auf dem Rechner gespeichert. Dann kannst du dein Browserfenster mal zumachen und dann klickst du oben links auf die Dash. Dort gibst du Terminal ein und klickst auf das Terminal-Symbol. Dann solltest du zuerst ein paar zusätzliche Pakete für das Java installieren. Das geht mit folgendem Befehl: sudo für Super-User-Do, um das Ganze mit Root-Rechten zu machen. Dann der Befehl apt mit der Option install und dann die Pakete openjdk-7-jre, Leertaste openjdk-7-jdk, Leertaste ist-7-plugin. Ich poste dir die ganzen Befehle unten unter das Video, dann kannst du es von dort kopieren. Auf der Seite, die ich dir vorhin gezeigt habe, wird überall die Java 6 Version installiert. Aber aktuell gibt es schon die 7er Version, also warum sollte man was Altes installieren? Dann drückst du die Eingabetaste und gibst dein Passwort ein. Dann wird das Ganze heruntergeladen und lokal bei dir auf dem Rechner installiert. Das dauert natürlich, je nachdem, wie schnell oder langsam deine Internetverbindung ist, dauert es länger oder geht es schneller. Und natürlich auch je nachdem, wie schnell dein Rechner ist. Ich schneide das ein bisschen zusammen, damit du nicht ganz so lange warten musst. So, die Installation ist nun auch schon fast fertig und fertig ist es. Dann mache ich mal ein Clear. Oder ich habe auch schon Nachrichten bekommen, warum ich denn jedes Mal Clear eingebe. Das geht auch mit Steuerung L. Ja, es geht auch mit Steuerung L. Ich zeig's dir. Steuerung L, dann ist das auch gelöscht. Aber ich mache einfach Clear, dann ist es besser nachzuvollziehen für die Leute, die sich nicht ganz so gut auskennen. Das Clear musst du selbstverständlich nicht eingeben, das ist einfach nur, damit man es besser sieht im Video. Dann gibst du ein CD für Change Directory, also wechsle Verzeichnis, dann großes D, OW und die Tabulator-Taste zur Autovervollständigung. Dann wird Downloads angezeigt, das heißt, jetzt wird in das Downloads-Verzeichnis gewechselt. Dann die Eingabetaste und ein LS für den Inhalt des Downloads-Verzeichnisses anzeigen. Und darin befindet sich diese Datei, die wir gerade eben runtergeladen haben. Nun muss man die entpacken. Das geht mit Unzip, Leertaste, dann ein Doppelklick auf den Dateinamen und dann die mittlere Maustaste, dann wird das, was markiert wurde, eingefügt und die Eingabetaste. Und dann wird das Ganze im Zip-Archiv entpackt und lokal auf der Festplatte gespeichert. Und das dauert eben, je nachdem, wie schnell dein Rechner ist, dauert es länger oder es geht schneller. Und bei mir ist es nun fertig. Und dann mache ich nochmal ein Clear zur besseren Übersicht und Eingabetaste. Dann mache ich nochmal ein LS
Und in der Installationsanleitung steht, man soll diesen Ordner, dieses Verzeichnis Android-Studio ins Home-Verzeichnis kopieren. Das mag ich aber persönlich nicht so, denn sonst ist so viel Müll im Home-Verzeichnis. Daher habe ich schon ein Unterverzeichnis namens bin im Home-Verzeichnis erstellt und in diesem Unterverzeichnis bin sind bei mir alle ausführbaren Dateien und Programme drin. Das Ganze kann man anlegen mit mkdir, Leertaste, dann die Tilde, slash, bin. Wenn ich bei mir die Eingabetaste drücke, kommt, es kann nicht angelegt werden, da dieses Verzeichnis bereits existiert. Bei dir vielleicht noch nicht, daher solltest du es anlegen. Und dann muss man das Android-Studio-Verzeichnis nach home/bin verschieben. Das geht mit mv für move. Dann macht man hier einen Doppelklick, dann die mittlere Maustaste, dann wird das eingefügt, dann die Leertaste, dann hier einen Doppelklick. Wieder die mittlere Maustaste und dann wird das Verzeichnis Android-Studio nach tilde/bin verschoben. Dann die Eingabetaste, nochmal ein ls und du siehst, es ist weg. Und nur nochmal kurz zum besseren Verständnis, damit es kein Missverständnis gibt. Tilde/bin bedeutet nichts anderes wie in deinem Fall slash home slash dein Benutzername, bei mir Alex, slash bin. Genau dieses Verzeichnis ist das hier, die Abkürzung dafür. Und wir Linux-Benutzer sind genauso schreibfaul wie die Windows-Benutzer und daher benutzen wir für alles irgendwelche Abkürzungen, damit es schneller geht. Nun wechselst du in das Verzeichnis mit CD, Leertaste, Doppelklick auf Tilde slash bin, mittlere Maustaste, dann das Slash, dann Doppelklick auf Android-Studio, mittlere Maustaste und dann die Eingabetaste. Und dann ein ls, dann siehst du, dass du da drin bist. Man CD, Leertaste, bin, Eingabetaste, ls. Und dann siehst du die Datei studio.sh. Doppelklick, dann ist es markiert. Dann Punkt, Slash und die mittlere Maustaste. Dann wird diese Datei ausgeführt. Eingabetaste. Und dann dauert es wieder, je nachdem, wie schnell oder langsam dein Rechner ist, bis das Ganze gestartet wird. Und du siehst, Android Studio wird gestartet. Powered by der Intel J-Plattform. Okay. Fetching Android SDK Component Information. Ja, das dauert kurz. Und dann wird das gestartet. Setup Wizard, welcome. Also hier steht, OpenJDK zeigt Performance-Probleme. Wir empfehlen die Benutzung von Oracle JRE oder JDK. Do not show again. Ich versuche es trotzdem mal mit dem hier. Dann Next. Dann sagt er, wählen Sie die Art des Setups, Standard oder Custom. Ich wähle mal Standard. Next und Next. Und dann wird angezeigt, Lizenzvereinbarung. Bist du einverstanden? Ja oder nein? Natürlich alles durchlesen, schön sauber. Dann sage ich mal Accept und Finish. Und dann wird noch einiges heruntergeladen mit Show Details. Siehst du genau, was heruntergeladen wird. Und das dauert natürlich wieder, je nachdem, wie schnell oder langsam deine Verbindung ist, länger oder geht schneller. Ich schneide das wieder zusammen, damit du nicht ganz so lange im Video warten musst. Heruntergeladen ist es nun wohl schon. Nun wird das Ganze noch installiert. So, und nicht erschrecken. Bei mir hat's seit Beginn des Downloads 38 Minuten gedauert. Also, kann ganz schön lange dauern. Schreib doch mal in die Kommentare unten, wie lange das Ganze bei dir gedauert hat. Und dann klickst du auf den Finish-Button. Dann solltest du noch hier unten auf Check for Updates Now klicken, um zu überprüfen, ob es neue Updates gibt. Dann kommt diese Meldung, dass es ein Update gibt. Aktuelle Version und neue Version. Update Größe 3 MB und dann klickst du auf Update and Restart. Dann wird das Ganze heruntergeladen, installiert und das Android Studio neu gestartet. Da musst du dann eben kurz warten, wieder je nachdem, wie schnell dein Computer ist, dauert es länger oder geht schneller. Und wenn der Update dann abgeschlossen ist, erhältst du wieder dieses Fenster und Android Studio startet neu.
Ich habe das Ganze nochmal geschlossen. Möchtest du das nun nochmal neu starten? Klickst du oben links auf die Dash, tippst Terminal ein und rufst ein Terminal auf. Und im Terminal gibst du dann folgendes ein: tilde slash android-studio slash bin slash studio.sh. Dann die Eingabetaste und nun wird das Android Studio gestartet. Das dauert natürlich einen kurzen Augenblick, aber da musst du durch und warten. Und dann hast du dein Android Studio und kannst nun irgendwelche Apps für dein Handy, Smartphone, Tablet und was auch immer selber schreiben und erstellen. So, das war nun mal eine Anleitung, wie man Android Studio unter Ubuntu Linux installiert oder auch unter allen anderen Linux-Distributionen. Da geht das genau gleich. Wie man natürlich eine App schreibt, das würde den Rahmen dieses Videos bei weitem sprengen. Das kann man nicht kurz in 5 Minuten erklären. Aber ich habe hier eine tolle Seite gefunden von der PC-Welt. Auf der wird mal für den Anfang erklärt, wie man eigene Android Studio Apps erstellt und bastelt. Ich poste dir den Link unten unter das Video, dann kannst du die Seite mal anschauen und durchlesen und mal dein erstes App selber programmieren. Okay, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, klick doch bitte unten auf Mag ich. Wenn nein, klick auf Mag ich nicht. Und falls noch nicht geschehen, abonniere meinen Kanal.